Wir sammeln Unterschriften für den Erhalt des Friedrichstadtpalastes. Als habe einer die Fenster aufgestoßen, nach all den Jahren der Stagnation, der geistigen, wirtschaftlichen, politischen, den Jahren von Dumpfheit und Mief, von Phrasengewäsch und bürokratischer Willkür, von amtlicher Blindheit und Taubheit. Welche Wandlung vor noch nicht 4 Wochen die schön gezimmerte Tribüne hier um die Ecke. Mit dem Vorbeimarsch, dem Bestellten vor den Erhabenen. Wir haben in diesen letzten Wochen unsere Sprachlosigkeit überwunden und sind jetzt dabei, den aufrechten Gang zu erlernen. Eine Million Menschen hatte sich an jenem 4. November 1989 auf dem Berliner Alexanderplatz versammelt, um unmissverständlich und endgültig Freiheit und Demokratie einzufordern. Es schien an diesem Tag, als gäbe es keine größere Sehnsucht. Mitten in der Menschenmenge stand ein Mann, der Filmemacher und Freund Klaus Freimuth, fast 50 Jahre alt. Was er sieht und fotografiert, erlebt er als ein wirkliches Wunder. Später sprach er einmal davon, dass es einer der schönsten Tage in seinem Leben gewesen sei. In diesem taumelnden Zustand von Glück beschloss er, jetzt auch für sich selbst das Unmögliche ins Leben zu zwingen. Irgendwo im Prenzlauer Berg ein Kino zu erwerben, es für alternative Medienarbeit auszubauen und darin Filme zu produzieren, in denen jene Menschen zu Wort kommen, die nach einer zukünftigen Lebensweise in einer gerechten Welt suchen. 15 Monate nach jenem 4. November war das Kino im Prenzlauer Berg nicht nur gefunden, sondern auch umgebaut und die Fotos von jenem traumhaften Tag hängte Klaus in die Mitte des Raumes. Freunde waren gekommen, um die Wirklichkeit des für unmöglich Gehaltenen zu feiern und unseren gemeinsamen Film über Robert Havemann zu diskutieren. Das Kino und der Film entstanden als eine Koproduktion zwischen Ost und West und wurden empfunden als eine Verlängerung jener Novembertage. Alles zurückliegende Schwere erschien darum so leicht und noch so unendlich viel schien möglich. Liebe Freunde, gestattet mir, dass ich euch begrüße, euch danke, dass ihr den Weg gefunden habt hierher. Ich möchte nicht zu lange reden zu euch, aber vielleicht bin ich euch eine Erklärung schuldig. Ich möchte kurz was sagen zu der Idee dieser Räume. Wir möchten hier ein kleines Videozentrum einrichten. Videozentrum heißt für uns, dass wir Kurse anbieten wollen für
Einsteiger, Kamerakurse, Schnittkurse, vielleicht auch ein bisschen Filmbetrachtung und wollen Gruppen die Gelegenheit geben, ihre Themen hier zu bearbeiten. Wir möchten ihnen Technik und Know-how anbieten und möglichst zu Bedingungen, die sich jeder leisten kann. Weiterhin denke ich, dass ich die Bürgerbewegung, besonders das neue Forum, also mit der Kamera weiter beobachten möchte. Ich hoffe noch sehr lange. Auch die verschiedenen Kurven, die wir noch gemeinsam nehmen werden. Dieser Wunsch blieb unerfüllt. Ein halbes Jahr nach diesem Abend verunglückte Klaus Freimuth tödlich. Kurz vorher hatten wir uns noch für ein nächstes Filmprojekt verabredet und auch einen Titel dafür gefunden: Erinnerung an einen Traum. Jetzt bleibt uns, mit seinen Freunden und erstem Material zu diesem Projekt uns an ihn und an jene November-Sehnsucht zu erinnern. Also wenn ich zusammenfassen müsste, was Klaus für mich bedeutet hat, er war einer, in dem sich ein bisschen was von dem verkörpert hat, dem ich auch angehangen habe. Und das war auch der Grund, weshalb die Grabrede, die ich für ihn gehalten habe, eigentlich kein trauriger Abschied geworden ist, sondern sowohl für mich selber als auch für alle, die da gewesen sind, das war jedenfalls meine Hoffnung, eine Aufmunterung sein sollte. Und ich habe an diesem Punkt, gerade bei der Arbeit an der Grabrede, ihn ja nicht nur als die Person gesehen, die mir verloren gegangen ist aus meinem Freundeskreis, sondern als jemand, der ganz praktisch und wirklich etwas probiert hat und der die Energie aufgebracht hat, für seinen Traum auch was zu tun und nicht nur darüber zu erzählen oder zu seufzen, wie schwierig das ist. Wenige Tage vor der Währungsunion hatte Klaus die Räume dieses ehemaligen Kinos gefunden und die Gebäudewirtschaft in langen Verhandlungen überzeugt, ihm diesen Trümmerhaufen des Sozialismus zu vermieten. Es mussten Wände versetzt, Deckenbalken gewechselt, Fenster ausgetauscht, kurz alles erneuert werden. Klaus begann sofort mit der Arbeit und verwandelte diesen Trümmerberg zusammen mit seiner Familie und Freunden in nur einem halben Jahr in jenes Kino, das wir soeben gesehen haben. Die Kraft und die Gewissheit, dies zu tun, die hat er schon Jahre zuvor in einer kleinen Siedlung mitten im Wald gefunden, in einer jener gaußschen Nischen sozialistischer Lebensweise. In jenem Skabi im Wald mit seinem ganz anderen Leben war das Kino denkbar geworden. Ja, das ist das ganze Gelände von hinten. Hier ist unser Haus, der Schuppen, das kleine Waschhaus und hier dann das Haus, wo rechts Klaus Freimuth gewohnt hat und gleich links daneben Utz, einer der Söhne von Robert Havemann. Wir haben ja da, also schon von den Häusern her, von der Ausstattung der Häuser her, keinen Luxus gehabt. Nicht nur, weil wir es uns gar nicht hätten leisten können, sondern weil wir das auch nicht haben wollten. Es sollte anders sein und es sollte eben auch einfacher sein, elementarer und unmittelbar auf das zugeschnitten, was wir wirklich brauchen. Und in dieser Hinsicht war natürlich immer ein bisschen Koketterie dabei, wenn Klaus gesagt hat, also wir müssen unbedingt ganz nach Skabi ziehen und wir müssen da Schafe halten und uns selbst versorgen. Aber es war eben nie nur so der spielerische Umgang mit so einem Gedanken, sondern immer auch das deutliche Gefühl, dass diese Reduzierung, die ja keine Beeinträchtigung ist, es fehlt einem ja dann nichts, dass diese Verlangsamung des Lebensrhythmus, dass die etwas ist, was
uns vielleicht weiterbringen kann als alle Ausstattung mit fantastischem Mobiliar und jährlich wechselnder und erneuerter Technik. Die unstillbare Sehnsucht nach realisierbaren Träumen befriedigte in Skabi auch der bestbewachteste Dissident der DDR, der Antifaschist Robert Havemann. Den zeitweilig über 200 Mitarbeiter der Staatssicherheit rund um die Uhr in seinem Haus in Grünheide bei Berlin bewachten. Havemann tauchte oft in Skabi auf, weil dort auch dessen Sohn lebte. In einer solchen Runde beschloss Klaus, Havemann aus seiner Isolation von den Medien herauszuhelfen. Es wurde verabredet, ein Interview zu drehen und die Filmaufnahmen sofort auf den Weg in die Bundesrepublik zu schicken. Technik und Material besorgte Klaus und suchte auch den Drehort aus. Havemann schüttelte auf einer Zickzackfahrt die Stasi ab. Auch das war möglich in der DDR. Also er kam hier an, diese Schneise runter, fuhr hier rein, es war am Vormittag. Und ich habe dann also wirklich wie so ein kleiner Junge, der Räuber und Gendarm spielt, hier hinterm Busch gesessen und gewartet und dann mit einem Zweig praktisch die Spuren verwischt, dass wir dann in diese Schneise hier reinfahren konnten. Und da gab es eine kleine Nische, wo wir die Autos parken konnten und dann unsere Arbeit eben taten. Das war notwendig, denn Robert konnte zu der Zeit also kaum laufen. Das war sehr schwer, er hatte sehr viel Beschwerden, ihm fehlte die Luft. Und an dem Tag hatten wir Glück, dass es uns gelungen ist, also wie er das gemacht hat, kann ich nicht sagen, ist ihm gelungen, diese Stasi-Leute abzuschütteln. Ich hatte natürlich auch ziemliche Ängste. Ich wusste, was man da riskiert. Wie gesagt, alles damals mit 16mm Technik. Ich hatte also die Kamera vorbereitet, saß im Trabi, Stativ gab es nicht, sondern alles aus der Hand. Man sieht das sicher auch an den wackeligen Aufnahmen, denn ich bin ständig mit der Kamera oben an das Dach gestoßen, musste dann wieder nachkorrigieren und natürlich die Aufregung kam dazu und Robert saß mir vis-à-vis auf einem Holzstoß mit einem Pilzkorb daneben, sozusagen zur Tarnung, und hat die drei Fragen, die ich vorbereitet hatte, dann beantwortet. Dieses 16mm Material musste entwickelt werden und die einzige technische Möglichkeit, die damals bestand, die gab es hier beim Fernsehen. Es war Umkehrmaterial und um es schnell zu kriegen, habe ich es beim Fernsehen abgegeben mit der Kostenstellennummer der aktuellen Kamera. Septemberzeit war es, Erntezeit und draufgeschrieben, alter Bauer am Feldrand erzählt über die Schwierigkeiten bei der Bodenreform. Und abends um 18 Uhr war schon alles entwickelt. Und ein, zwei Tage später geschnitten und auf dem richtigen Weg. Havemann sprach in diesem Interview über sein letztes Buch, seine Zukunftsvision von morgen. Das Buch blieb in der DDR ungedruckt und wurde Havemanns Vermächtnis. Utopische Verhältnisse wird man wohl weder in den Ländern des Westens noch in den Ländern des realen Sozialismus noch in den Entwicklungsländern schon schaffen können. Denn diese utopische Welt setzt voraus, dass es diese drei verschiedenen Kategorien von Ländern gar nicht mehr gibt. Setzt voraus, dass wir es gelernt haben, zusammenzuwirken, statt gegeneinander. Dass wir den Krieg abgeschafft haben, dass wir eigentlich schon weitgehend Vorelemente einer solchen Utopie verwirklicht haben, wie zum Beispiel weitgehende Reduzierung der staatlichen Funktionen, eben kein Eigentum mehr. Alles das sind Grundlagen einer solchen utopischen Welt. Die setzen voraus, dass es keinen Kapitalismus und keinen Sozialismus der heutigen Art und auch nicht die armen Länder gibt, die wie wir als dritte Welt heute bezeichnen, sondern die Menschheit muss schon einen großen Schritt vorwärts getan haben. Und das ist natürlich klar, das Buch soll zeigen, versucht auch zu entwerfen, zu skizzieren, Wege, die in diese Richtung führen, die noch nicht die utopischen Verhältnisse verwirklichen können, aber die in die Richtung zu dieser Utopie, zu einer solchen Zukunftswelt führen.
Diese mit zitternder Hand im Wald gedrehten Bilder standen als Vision am Ende unseres Filmes über Robert Havemann. Klaus Freimuth sprach an diesem Abend nicht davon, dass er wenige Jahre später auch dafür 10 Monate von der Stasi inhaftiert wurde. An diesem Abend war ihm wichtiger, jenem Freund aus dem Westen das Wort zu erteilen, der ihm über viele Jahre hinweg materiell und ideell geholfen hat. Ein paar Worte zu uns zu sprechen. Zuerst möchte ich meinen Freund Hartmut Horst bitten, von der Medienoperative aus West-Berlin. Ja, ich freue mich wirklich ganz besonders, dass ich heute Abend hier die Gelegenheit habe, ein paar Worte zu sagen, denn das ist ein Traum, der hier in Erfüllung gegangen ist, der ungefähr 14 Jahre alt ist inzwischen. Das erste Mal, als wir uns getroffen haben, das war, als wir gerade in West-Berlin ein Medienzentrum aufgemacht haben, 1977. Einige derer, die damals dabei gewesen sind, sind auch heute Abend hier mit der Kamera. Wir hatten die Idee zu einem Medienzentrum, genau wie Klaus es auch hatte, um dieses neue Medium Video, was jetzt nicht mehr ganz so neu ist, schon auch einen ganz anderen Klang bekommen hat. Aber damals war es wirklich noch das Medium, was keiner so richtig kannte. Und wir dachten, ja gut, das ist eine schöne Sache, für vor allen Dingen im direkten Kontakt mit Menschen zu arbeiten. Also dann hauptsächlich in der Pädagogik und auch auf der Straße. Da in der Zeit fing das dann an mit den Hausbesetzungen ein bisschen später. Wir bekamen in der Zeit einen Anruf aus Ost-Berlin und sagten, ja, hier ist der Klaus, ich würde gerne mal mit euch reden, weil ich will sowas auch machen in der DDR. Dann haben wir gesagt, naja gut, also gehen wir mal rüber gucken, aber ich meine, ich habe gehört, da gibt es noch nicht mal Kopierer. Der Anlaufpunkt für den Freund aus dem Westen wurde immer wieder Skabi, die alternative Nische im Wald. Dort sang man gemeinsam die Lieder von Wolf Biermann und stritt darüber, mit welchen Mitteln die DDR reformierbar sei. Dabei vollzog sich ganz allmählich der Abschied von einem Denken in den Kategorien roher Gewalt. Alle Vorstellungen liefen darauf hinaus, mit passivem Widerstand den Rücktritt der Herrschenden zu erzwingen. So wurde die Menschenkette kreuz und quer durch die DDR wenige Tage nach dem 4. November nicht zufällig der eigentliche Generalstreik und zwang in millionenfacher Solidarität die Parteibürokratie zur Aufgabe. Und Klaus war mit der Kamera dabei. In dieser Zeit begann Klaus neben den Bauarbeiten im Kino und der Suche nach seinem Vernehmer aus dem Stasi-Untersuchungsgefängnis so viel wie möglich von dem festzuhalten, was die Tage des Übergangs ausmachte. Immer wieder drehte er dort, wo Verstrickungen der Stasi in den internationalen Waffenhandel vermutet wurden. Aus diesem Material sollte ein Film entstehen, wie auch über den runden Tisch, die fast zufällig gefundene Form des Regierens vor den Augen laufender Kameras. Ich lege jetzt mal was hier vom runden Tisch ein. Ja, das ist Material vom ersten runden Tisch, wo wir uns bei der Kirche im Bonhoefferhaus getroffen haben. Und ich muss mal sagen, ich sage es nicht ohne Stolz, ich habe den kompletten runden Tisch, das sind fast 160 Stunden sozusagen dokumentiert. Für mich war das besonders wichtig, weil der runde Tisch war die erste Möglichkeit, wo also unsere Leute, wo wir Gelegenheit hatten, in der Öffentlichkeit mit den Mächtigen sozusagen zu diskutieren. Und für mich war wichtig, dass wir zeigen können, dass wir da nicht schlecht aussehen dabei.
Viele haben gelernt natürlich, aber die Aktivität am Rundtisch, die ging eindeutig von den Bürgerbewegungen aus. Diese ganzen Herren da in ihren schönen Anzügen, die rochen auch übrigens immer gut, ja. Da war nichts, ne? Die haben immer nur reagiert, sie haben nicht agiert. Sie hatten keine Vorschläge. Und für mich war das also eine Art Schule für Demokratie. Nicht die Demokratie, die wir jetzt haben, diese Stellvertreterdemokratie, sondern es war eine Art Form, wo es einfach um Konsensbildung ging. Ich möchte mich wenden an Herrn Krenz. Herr Krenz, ich glaube, dass viel, viel wesentlicher und wichtiger als Ihre Entschuldigung wäre die Offenlegung der Strukturen. Das ist das, wonach immer wieder alle fragen. Und Sie wissen sicherlich auch, dass tausende Menschen im Land einfach nicht glauben können, dass für die verfassungsfeindliche Tätigkeit der Staatssicherheit allein zwei Menschen, nämlich Herr Mielke und Herr Honecker, verantwortlich sein sollen. Um diese Strukturen geht es und da erwarten wir präzise Aussagen. Jetzt meine Frage. Besondere Sympathie galt Ingrid Köppe, die mit ungekannter Klarheit die gestern noch Herrschenden des verlogenen Spiels überführte. Diese langen Beobachtungen am runden Tisch fügte Klaus ein in seinen Film über die ersten 100 Tage dieser Frau im Bundestag. Es war sein Wunsch, mit diesen Bildern jenen Mut zu machen, die Wahrheit dem Volk zumuten und den Regierenden den Spiegel vor das Gesicht halten. Wir trafen Ingrid Köppe an einem Sonntag auf ihrem Weg nach Bonn, um das durch Klaus begonnene Gespräch fortzusetzen. Am runden Tisch, als wir uns da getroffen haben, wussten wir ehrlich gesagt nicht so richtig, wie es da lang gehen sollte. Wir haben vorher uns verständigt, welche Forderungen wir einbringen. Aber wir konnten nicht absehen, wie lange überhaupt dieser runde Tisch tagen würde, was dabei rauskommen würde, ob überhaupt was dabei rauskommen würde. Es war alles offen. Wir hatten keine Ahnung von Geschäftsordnung. Wir wussten überhaupt nicht, was das ist. Der runde Tisch hat sich dann eine Geschäftsordnung gegeben. Und wir haben innerhalb kürzester Zeit gelernt, zu verhandeln. Und es waren sehr, sehr sachliche Verhandlungen. Wenn man sich diese Dokumente anschaut, Mitschnitte davon anschaut, wird man leicht merken, dass es eben ein sehr sachliches Klima war. Da ist keiner ausgebuht worden. Sicherlich hätten viele der Oppositionellen, die da gesessen haben, sehr viel Grund gehabt, Altparteiler auszubuhen oder zu beschimpfen. Aber sowas hat es da nicht gegeben. Es war ein sehr sachliches Klima. Es gab keine Redezeitbegrenzung, wie das in den ordentlichen Parlamenten üblich ist. Und es gab auch nicht voreilige Abstimmung. Und es war ein wirkliches Argumentieren. Man hat einander zugehört und Sachargumente waren entscheidend. Und wenn man sich dann noch das Abstimmungsverfahren anschaut, gab es keine ständigen Koalitionen oder so. Es ist mit wechselnden Mehrheiten abgestimmt worden. Und es war bei den einzelnen Entscheidungen sehr unterschiedlich, wer mit wem wofür oder wogegen gestimmt hat. Ne? Das war für mich Demokratie lernen. Und auch etwas, was mich geprägt hat. Ich bin mit diesem Anspruch dann auch in der Politik geblieben. Ich weiß, dass wir zu einer anderen Art von Demokratie fähig gewesen wären und dass wir das
ja, auch sehr schnell für uns gelernt haben. Dass es aber letztendlich nicht möglich war, das zu verwirklichen, jetzt zu verwirklichen. Was nicht heißt, dass es nicht irgendwann die Möglichkeit gibt. Die Kinder von Klaus haben nach langem Suchen und Irren eine Möglichkeit gefunden, das Kino an der Ecke im Prenzlauer Berg mitten im Streit um die Verteilung des alten Eigentums und gestiegener Mieten fortzuführen. Nach dem vollendeten Ausbau kommen die Freunde aus Ost und West zur erneuten Eröffnung, darunter auch jene, die wir schon vor Jahresfrist hier trafen. So ist dieser Ort einer der Freude und des Suchens geblieben, ein Ort freier und selbstbestimmter Arbeit, des offenen Denkens und des Träumens, ein Ort des Zweifels und der Zuversicht, der Unruhe und der Gewissheit zugleich. Ein Krümel Glück und darum vielleicht auch wieder ein Stückchen wirklicher Traum. Mag sein, dass ich irre und dich nur verwirre. Mag sein, dass ich hoffe und bin längst verloren. Ich lieb ja den Traum der Kommune noch immer. Dazu hat mich ja meine Mutter geboren. Ich lieb ja den Traum der Kommune noch immer. Dazu hat mich ja meine Mutter geboren. Wir haben uns selber am schlimmsten von allen verraten, verkauft und blutig genarrt. Und doch sind nicht all meine Träume die roten, mit all unseren Toten verreckt und verscharrt. Und doch sind nicht all meine Träume die roten, mit all unseren Toten verreckt und verscharrt. Und ob es mir schwer wird, ob es mir leicht ist, ich geh unseren Weg, Gemüt, Sehnsucht und Zorn. Mag sein, dass ich einmal, wenn alles erreicht ist, erreicht habe nichts als ein Anfang von vorn. Mag sein, dass ich einmal, wenn alles erreicht ist, erreicht habe nichts als ein Anfang von vorn.